Thank you very much. Danke. Yes. So we have been thinking about faith and wisdom. Wir haben also nachgedacht über Glaube und Weisheit. Shall we pray once again? Really, Lord, fill me with wisdom of God. Wollen wir noch einmal beten? Wirklich, Herr, erfülle mich mit der Weisheit von oben, mit der Weisheit von Gott. Oh, Holy Spirit. Oh, Heiliger Geist. Fill me with your wisdom. Erfülle mich mit deiner Weisheit. So that I can understand the mysteries of the kingdom of God. So dass ich die Geheimnisse des Reiches Gottes verstehen kann. Oh, Holy Spirit. Oh, Heiliger Geist. Shall we sing that? Geist der Weisheit. Ja. Let us pray. Through God's wisdom, we can enter into the mysteries of the kingdom of God. Wenn wir jetzt dieses Lied singen, Geist der Weisheit, dann beten wir im Herzen, dass der Geist der Weisheit zu uns kommt. Denn nur durch ihn können wir die Dinge Gottes verstehen. Lied Nummer 15, wer es nicht auswendig kann. Und direkt die vierte Strophe, Geist der Weisheit, Heiliger Geist. Wisdom chapter 9. Wir wollen noch ein wenig weiterlesen im Buch der Weisheit, Kapitel 9. It is very good to read and pray. Es ist sehr gut zu lesen und gleichzeitig zu beten. Solomon's prayer. Das Gebet von Salomon. We have so many people's prayer. Wir haben so viele Gebete von so vielen Menschen. But Solomon's prayer is very important. It was such a great prayer only for praying for wisdom. Aber dieses Gebet von Salomon ist sehr wichtig. Es ist ein großartiges Gebet und die einzige Bitte besteht darin, die Weisheit zu bekommen. He did not ask any material wealth. Er hat nicht irgendwelchen materiellen Reichtum erbeten. Yes. He said, God of my fathers, Lord of mercy, you who have made all things by your word. Chapter 9, verse 1. Wisdom, chapter 9, verse 1 onwards. Also wir lesen von Kapitel 9, Vers 1 folgende. Und er betet, Gott, der Väter und Herr des Erbarmens, du hast das all durch dein Wort gemacht. And in your wisdom have established man to rule the creatures produced by you. Den Menschen hast du durch deine Weisheit erschaffen, damit er über deine Geschöpfe herrscht. So in God's creation there is a very hidden and very important plan of God. In der Schöpfung Gottes gibt es einen verborgenen Plan von Gott. God created the whole universe. Gott hat das ganze Universum geschaffen. And at last he said, now I create man
in my own, our own image and likeness. Und am Ende sagt er, und jetzt lasst uns den Menschen machen als unser Abbild, uns ähnlich. And I will give him all authority over the whole universe. Und ich werde dem Menschen die ganze Autorität geben über die ganze Schöpfung, über das Universum. So, in Genesis chapter 1:28 says, then God blessed them and said, be fertile, be fruitful and multiply, fill the earth and conquer it. Und im Buch Genesis Kapitel 1 Vers 28 heißt es, Gott segnete sie und Gott sprach zu ihnen, seid fruchtbar und vermehrt euch, multiply, bevölkert die Erde, fill the earth, unterwerft sie euch and conquer it. Unterwerft euch die Erde. This is to each one of us. Das ist jedem von uns gesagt. Halleluja. Halleluja. So, Solomon is referring to God's this plan. Und Salomon bezieht sich auf diesen Plan Gottes. So Solomon said, God of my fathers, Lord of mercy, you who have made all things by your word. Und Salomon sagt, Gott der Väter und Herr des Erbarmens, du hast das all durch dein Wort gemacht. And in your wisdom have established man to rule the creatures created by him. Und in deiner Weisheit hast du den Menschen geschaffen, damit er über deine Geschöpfe herrscht. So we have a responsibility. Das bedeutet, wir haben eine Verantwortung. We are not simply people who live for our own desires and our own wishes. Und wir sind nicht einfach Leute, die nach ihrem eigenen Gutdünken und zur Befriedigung ihrer eigenen Bedürfnisse leben sollen. Yesterday also we were thinking about it. Why we existed? Why we exist? We exist because God created us for God. Gestern haben wir schon darüber nachgedacht, warum wir eigentlich existieren. Und wir sind darauf gekommen, Gott hat uns für sich geschaffen. Do we recognize this? Erkennen wir das? We exist not for us, but for God. Wir existieren nicht für uns selbst, sondern für Gott. God created us with a special and specific purpose. Gott hat uns geschaffen mit einem besonderen und spezifischen Grund. Seek. Sucht. Then you will find that purpose. Dann werdet ihr diesen Sinn erkennen. And when you fit with that purpose, our life will be very protective, very fruitful. We will blossom. Und in dem Moment, wo wir diesen Plan entdecken und ihn uns zu eigen machen, da wird unser Leben aufblühen, da werden wir fruchtbar werden. I was an engineer, but God called me to work for God. Ich war Ingenieur, aber Gott hat mich herausgerufen und er hat mich berufen, sein Werk zu tun. Now you see, the engineer Thomas Paul is working for the engineering of Jesus Christ. Und jetzt arbeitet der Ingenieur Thomas Paul für das Ingenieurswerk Jesus Christus. For the kingdom of God. Für das Reich Gottes. That's why I am able to use all the technology, the latest technology for evangelization. Und Gott hat mir die Fähigkeit gegeben, dass ich all diese neuen Technologien einsetzen kann für die Verbreitung des Reiches Gottes, für die Evangelisation. As you hear this talk now, this can be heard throughout the world through the internet and television. Und während Sie hier den Vortrag verfolgen, kann der gleichzeitig gesehen werden überall auf der Welt durch das Internet, durch dieses 3LTV. It is through the technology God made, and God has given responsibility for man to use that over this technology. Und es kommt durch die Technologie, die Gott uns auch zur Verfügung gestellt hat, und wir können, sollen sie einsetzen für die Zwecke Gottes. Ja. So all the technology we can use for God's work. Alle Technologien können wir einsetzen für das Werk Gottes. So, God made us for God. Gott hat uns für sich geschaffen. Say everybody. Gott hat uns für sich geschaffen. Once again,
Gott hat uns für sich geschaffen. God made me for God. Gott hat mich für sich geschaffen. The moment you realize it, it will give you such a freedom. In dem Moment, wo wir das realisieren, da werden wir so frei. But it's not easy to accept this because of our human formation. Aber durch unsere menschliche Erziehung und Formung ist es nicht leicht für uns, das so zu akzeptieren. Because we are formed, we are trained to depend on our own ability and to do what I want, to develop my own career and to make everything according to my wish. Denn unsere Erziehung hat uns gelehrt, dass wir uns unabhängig bewegen sollen, dass wir auf unsere eigenen Kräfte vertrauen sollen, dass wir uns selbst verwirklichen sollen, unsere Karriere vorantreiben, unsere Ausbildung. Suddenly I'm thinking about another incident what happened in Germany. Und ich muss jetzt an ein anderes Ereignis denken, das auch in Deutschland geschehen ist. Again, another woman. Wieder handelt es sich um eine Frau. This woman came to me in between a retreat like this and said, Thomas Paul, please pray for me. I want to have a child. Diese Frau kam während der Exerzitien so ähnlich wie hier zu mir und sagte, Thomas Paul, bitte bete für mich. Ich wünsche mir ein Kind. I like to pray for everybody. Und ich bin froh, dass ich für Menschen beten darf. Particularly if anybody don't have a child, I feel to pray for them. Und besonders fühle ich mich hingezogen, wenn Menschen kommen, die sagen, sie können keine Kinder bekommen, dann für sie zu beten, ist sehr schön. But as I was praying, suddenly I felt to ask her many questions. Aber während ich betete, spürte ich, dass ich sie vieles fragen sollte. Because she looks like a bit old. Sie wirkte schon ein wenig älter. So I asked her, how old are you? Und ich fragte sie, wie alt sind Sie? 50 years old. Sie sagte 50. Oh. I said, how can you get at the age of 50 a child? Ich sagte sie ja, wenn Sie 50 sind, wie wollen Sie dann ein Kind bekommen? Why not? God gave child to Sarah and Abraham, why not me? Warum nicht? Sarah und Abraham haben auch ein Kind bekommen. Warum soll ich kein Kind bekommen? Then I asked, are you married? Dann fragte ich sie, sind Sie verheiratet? No, I am not married. Nein, verheiratet bin ich nicht. But I have a boyfriend. Aber ich habe einen Freund. If I get a child, then only I will marry him. Und erst wenn ich ein Kind bekomme, dann werde ich ihn heiraten. Yes. Because you know the Catholic Church rule is very strong that once you are married, you cannot separate. Denn Sie kennen das, ja. Die katholische Kirche ist da sehr strikt. Also nur wenn man verheiratet ist, dann darf man sich nicht mehr scheiden lassen. Yes. Dann darf man nicht auseinandergehen. I said, my dear, why are you so late? Ich sagte, ja, warum kommen Sie so spät? You are late. You are very late. Sie sind spät dran mit Ihrem Wunsch. You should have married long time back. Sie hätten vor langer Zeit schon heiraten sollen. Yeah, yeah. I was studying. I have to build up my career. Now I have 2 doctorate and I am working in such a big institution and I have a big position. I have a big bungalow. I have 2 auto. Now I am ready for everything. Dann sagte die Frau, ja, aber ich musste in der Zeit meine Karriere vorantreiben. Ich habe 2 Doktorate, ich habe einen verantwortungsvollen Posten in einer großen Firma, ich habe ein großes Haus, wir haben 2 Autos und das alles musste erst bereit sein, aber jetzt bin ich bereit, ein Kind zu bekommen. Oh, I began to cry. I felt like crying for her. Also ich fühlte Mitleid mit ihr und ich wollte am liebsten weinen. You see, this is the, I cannot even believe this, a double doctorate woman's expressions of faith or expressions what she is asking. Und ich konnte das kaum glauben, diese Frau, die also 2 Studien hinter sich hatte, 2 Doktorate innehatte und solche Fragen stellte, wenn es um den Glauben ging. So what is the basic problem here? Also was ist das Grundproblem? The basic problem is she never knew God created her for God.
Das Grundproblem besteht darin, dass ihr nicht klar war, dass Gott sie für sich geschaffen hat. She thought God created her for her to make up her career and to build a big house and everything and then think about something else. Und sie hat gedacht, dass Gott sie für sich selbst geschaffen hat, dass sie an ihrer Karriere bastelt, dass sie eine gute Stellung hat, viel verdient, sich ein großes Haus bauen kann und alles weitere. Yes. So, wisdom of God only can bring this idea. It is very simple thing that when a woman or a man become of an age, they should marry, they should have children, that is the first priority. Und es ist eigentlich eine ganz einfache Sache, aber wir brauchen dazu die Weisheit Gottes, die uns dann sagt, ja, zu gegebener Zeit, dann sucht man sich einen Partner, man heiratet, man gründet eine Familie, bekommt Kinder und alles weitere ergibt sich, aber das hat erstmal Priorität. God, what is the first providence God gave to a man? Was ist die erste Vorsehung, die Gott einem Mann gegeben hat? That was a woman. Eine Frau. Das erste Geschenk. So that is the first priority of our life. Where is our second half? We are not complete. Where is our partner? Where is the part of our life? Also das ist eigentlich die erste Priorität in unserem Leben. Wir sind nicht komplett. Uns fehlt diese zweite Hälfte, die uns ergänzt. God said to Adam, after creating Adam, you put the name of all these creatures, they are yours, and that will be their name. Gott sprach zu Adam, indem er ihm all die Tiere vorführte, die er geschaffen hat, und sagte zu ihm, und du sollst all diesen Tieren einen Namen geben, und den Namen, den du ihnen gibst, der gilt. And he did it perfect. Und Adam hat das wunderbar gemacht. Yeah, you are horse, you are dog, you are donkey. Du bist das Pferd, du bist der Hund, du bist der Esel. And then one more thing is written in the Bible. Aber dann steht noch etwas weiteres in der Bibel. That's very interesting. Und das ist sehr interessant. He had another eye looking at all these creatures. Er schaute mit einem anderen Auge auf all diese Geschöpfe. Er war am Suchen. He was searching something in the midst of all these creatures. Unter all diesen Geschöpfen suchte er etwas. A partner. Einen Partner. But he did not find a suitable partner for him. Aber unter all den Geschöpfen fand er keinen Partner, der zu ihm passte. Verstand? So why was he searching? Warum hat er gesucht? And why he could not find? Und warum konnte er sie nicht finden? The searching is the basic thing in the heart of every human being. Dieser Drang zu suchen, das ist grundlegend im Herzen des Menschen angelegt. That is the first search. Das ist die erste Suche. That a partner. Nach einem Partner. Not at the age of 50. Und nicht erst mit 50. Verstand? And then, why he could not fight? Und warum konnte er keinen Partner finden? Because he is a person. A human person. Weil er eine menschliche Person ist. The animals are not person. Die Tiere sind nicht Personen. So he could not find another person. Darum konnte er keine andere Person finden. So God created a person. Aber Gott schuf eine Person. That is the partner, a woman. Und das war dann sein Partner, es war eine Frau. Anyway, so all this I said only to understand what priority our life should have. Ich habe das nur gesagt, um deutlich zu machen, welche Priorität es in unserem Leben geben sollte. Somehow, thank God, at the age of 24, I felt urgent need that I should marry soon. Und dank sei Gott, im Alter von 24 spürte ich in mir das dringende Bedürfnis, dass ich bald heiraten sollte. And I married at the age of 25. Und ich habe mit 25 Jahren geheiratet. So, my wife is here. You saw she is sitting and praying in front of the Blessed Sacrament. Und meine Frau ist hier. Sie haben sie gesehen. Im Moment sitzt sie in der Kapelle und betet vor dem Allerheiligsten. Okay. So, now, whenever we think God made me for God, then we always feel, or we always will be fulfilling God's wish
about our life. In dem Moment, wo uns bewusst wird und wir daran denken, dass wir nicht für uns selber von Gott geschaffen sind, sondern dass Gott uns für sich geschaffen hat, da fangen wir an, in der richtigen Weise zu denken und wir erfüllen auch den Willen Gottes. Yes. So, that is the wisdom which Solomon is telling. Und davon, dieser Weisheit, spricht Salomon. And in your wisdom have established man to rule the creatures produced by you. Und in deiner Weisheit hast du den Menschen geschaffen, damit er über die Geschöpfe herrschen soll. To govern the world in holiness and justice. To govern the world in holiness and justice. Er soll die Welt in Heiligkeit und Gerechtigkeit and leiten. Render judgment in integrity of heart. Und Gericht halten in rechter Gesinnung. Give me wisdom. Gib mir die Weisheit. The attendant at your throne. Die an deiner Seite thront. And reject me not from among your children. Und verstoß mich nicht aus der Schar deiner Kinder. For I am your servant. Ich bin ja dein Knecht. The son of your handmaid. Der Sohn deiner Magd. A man weak and short-lived. Ein schwacher Mensch, dessen Leben nur kurz ist. And lacking in comprehension of judgment and of laws. Und gering ist meine Einsicht in Recht und Gesetz. Indeed, though one be perfect among the son of men, if wisdom who comes from you be not with him, he shall be held no esteem. Wäre einer auch vollkommen unter den Menschen, er wird kein Ansehen genießen, wenn ihm deine Weisheit fehlt. Yes. We may perfect in the eyes of people and in the eyes of ourselves. Es kann sein, dass wir uns selbst für perfekt halten und auch die Mitmenschen von uns denken, dass wir vollkommen sind. Even though without wisdom of God, aber ohne dass wir die Weisheit Gottes haben, we shall be held no esteem. Werden wir in Gottes Augen kein Ansehen haben. Now, I will, okay, we continue this. You have chosen me king over your people and magistrate to your sons and daughters. Du bist es, der mich zum König deines Volkes und zum Richter deiner Söhne und Töchter gewählt hat. You have bid me build a temple on your holy mountain and an altar in the city that is your dwelling place. Du hast befohlen, einen Tempel auf deinem heiligen Berg zu bauen und einen Altar in der Stadt deiner Wohnung. A copy of the holy tabernacle which you have established from of old. Ein Abbild des heiligen Zeltes, das du von Anfang an entworfen hast. Now the next words are very important. Die nächsten Verse sind sehr wichtig. I would request you to read from your own Bible, word 9. Sie bitten, in ihrer eigenen Bibel das nachzuschlagen. Kapitel 9, Vers 9. 9. Now with you is wisdom who knows your works and was present when you made the world. Mit dir ist die Weisheit, die deine Werke kennt. Und die zugegen war, als du die Welt erschufst. Yes. Do you want that wisdom? Möchten Sie diese Weisheit? Do you want that wisdom? Möchten Sie diese Weisheit? Yes. Yeah. That is ready. It's ready. Die liegt bereit. That ready. That wisdom is ready to work with you. Diese Weisheit ist bereit, mit Ihnen zu arbeiten. So, this is the same wisdom with which God made the whole universe. Es ist dieselbe Weisheit, mit der Gott das ganze Universum gemacht hat. Now with you is wisdom who knows your works. Mit dir ist die Weisheit, die deine Werke kennt. And was present when you made the world. Weil sie schon zugegen war, als du die Welt gemacht hast. Who understand what is pleasing in your eyes. Und sie weiß, was dir gefällt. What is pleasing for you. Sie weiß, was dir wohlgefällig ist. And what is conformable with your commands. Und was deinen Geboten entspricht. Yes. We don't want to do something against God's wish. Wir möchten ja nichts gegen den Wunsch Gottes tun. Yes. This is also in our human nature. Das liegt auch in unserer menschlichen Natur. We are eager to do something forbidden. Wir möchten gerne etwas Verbotenes tun. In St. Augustine's confession, he has said, we enjoyed the fruits of others' gardens.
in den Bekenntnissen des heiligen Augustinus heißt es, wir genießen die Früchte aus dem Garten der anderen. I remember this when I was a boy. We had to walk about 4 kilometers to go to the school. Ich erinnere mich, als ich ein kleiner Junge war, wir hatten 4 Kilometer Schulweg. In my own garden we have a lot of mango trees. Und es gab in unserem Garten viele Mangobäume. But we were joyful to pluck the mangoes from others' garden. Aber die Mangos aus dem Nachbargarten schmeckten viel besser. So on the way we used to pluck them and they will run after us and shout at us. All that was our joy. Also auf dem Schulweg sind wir dann immer in die Gärten der Nachbarn gestiegen und haben deren Früchte geerntet und die sind hinter uns hergerannt und das war uns auch eine Freude. This is in human nature to that what is forbidden is more joyful for us. Also es ist in der menschlichen Natur, dass gerade das, was verboten ist, den Menschen reizt. But that is not the wisdom of God. Aber das ist nicht die Weisheit Gottes. So when we receive the wisdom of God, wenn wir die Weisheit Gottes empfangen, that will help us what is conformable with your commands. Dann wird sie uns helfen, das zu tun, was recht ist nach Gottes Gebot. What is pleasing to your eyes. Und was Gottes Augen gefällt. Now verse 10. Vers 10. Send her forth from your holy heavens. Sende sie vom heiligen Himmel. And from your glorious throne dispatch her. Und schick sie vom Thron deiner Herrlichkeit. That she may be with me and work with me. Damit sie bei mir sei und alle Mühe mit mir teile. Yes. My dear friends, this, I don't know, somehow from my childhood or young, when I was a youth onwards, I had this desire to pray for more wisdom. Und ich weiß nicht, wie es zu mir gekommen ist, aber seit meiner Jugend eigentlich habe ich diese Sehnsucht nach göttlicher Weisheit und ich bete dafür. I have told this often, one of my experience when I was a young man as an engineer working in a big steel factory. Und ich habe schon oft dieses Beispiel erzählt aus meiner jüngeren Zeit, als ich noch in einer Stahlfabrik als Ingenieur gearbeitet habe. Incidentally, a machine from Germany was imported there. Und dort wurde eine Maschine aufgestellt, die gerade aus Deutschland importiert worden war. And a German engineer came to run to commission to start working of this machine. Und ein deutscher Ingenieur war mitgekommen mit der Maschine, um sie richtig aufzubauen und einzurichten und sie ans Laufen zu bringen. I was an Indian engineer to help him. Und ich war als indischer Ingenieur diesem deutschen Ingenieur zugeordnet worden, damit ich ihn unterstütze. Yeah. And 1 month we did all possible ways according to the book given from Germany to run this machine, but it did not function. Und wir haben uns zusammen 1 Monat Mühe gegeben, diese Maschine ans Laufen zu bringen. Wir hatten immer die Gebrauchsanweisung der Maschine dabei und haben wirklich alles versucht. I can imagine now when I am in Germany, how terrible is for a German engineer to come back home without doing the work, without completing the mission. Und jetzt, nach meiner Erfahrung in Deutschland, kann ich erst mitfühlen mit diesem armen Ingenieur, der dann nach 4 Wochen Mühe zurückfahren musste nach Deutschland und zu sagen, ich habe es nicht geschafft. Yes. He went with great pain. Er ist wirklich mit großen Schmerzen abgefahren. Of course, it was also pain for me that we worked 1 month day and night, but this machine is not functioning. Natürlich war es für mich auch eine große Not. Wir haben uns so angestrengt, Tag und Nacht, 4 Wochen lang versucht, diese Maschine ans Laufen zu bringen. Next day, after the German engineer went back, I felt very sad, and I went to this machine. Near the machine, I was sitting like this. Und an dem Tag, nachdem der deutsche Ingenieur wieder nach Hause gefahren war, da habe ich mich sehr traurig und niedergeschlagen gefühlt und ich habe mich nahe zu der Maschine gesetzt. Suddenly I felt an idea. Und dann kam plötzlich eine Idee. Oh, God may be knowing how to do this. Es kann sein, dass Gott weiß, wie man es anstellen muss. Oh God,
give me wisdom. Gott, gib mir Weisheit. I was very sure God knows everything. Und ich war mir ganz sicher, Gott weiß alles. I remember that I prayed. Und ich erinnere mich, dass ich betete. In that it was a coal crushing machine. Es war eine Maschine, die Kohle klein zertrümmern sollte. A huge machine, heavy, so high as this room. Riesenmaschine, mindestens so hoch wie dieser Raum hier. I prayed, oh Lord, I don't know. Und ich betete, Herr, ich weiß es nicht. How to do this? Wie ich das anstellen soll. But I know that you know everything. Aber ich weiß, dass du alles weißt. What is that prayer? Wie ist dieses Gebet? Oh Lord, I know not how Herr, to do this. Ich weiß nicht, wie ich das machen soll. To say this, it is not easy. Und das zu sagen, ist nicht leicht. I don't know. Ich weiß nicht weiter, wie ich das tun soll. Now second difficult thing is to say, oh Lord, you know everything. Die zweite Schwierigkeit besteht darin anzuerkennen, Herr, du weißt alles. Now help me. Hilf mir. How to do this? Wie ich das machen kann. I could feel God is laughing at me. Und ich spürte, dass Gott über mich lachte. And telling me, und mir sagte, at last you know that I know everything. Fällt dir das ein, dass ich alles weiß? That was the turning point. Und das war der Wendepunkt. This is what we need, and for the wisdom of God. Und an diesem Punkt müssen wir sein, damit die Weisheit Gottes zu uns kommt. If we all think, oh, I know, ich weiß alles, I know everything, you don't have to teach me, I know it, then the wisdom cannot flow. Solange wir noch denken, oh, ich weiß schon alles, du brauchst mir nichts zu sagen, also komm mir nicht mit deiner Erklärung, ich weiß das selbst am besten, da kann die Weisheit Gottes nicht kommen. These days, what are our children telling to us? Was sagen unsere Kinder in diesen Tagen zu uns? Oma, du weißt es nicht. Oma, das weißt du nicht. Oma, oh Grandma, you don't know it. You don't know this. Ah, Großmutter, das weißt du. Das verstehst du nicht. Yes or no? Stimmt das? We listen this very often from our children. Also das hören wir ganz oft von unseren Kindern. Papa, you don't know that. Papa, Mama, you don't know that. Mama, du weißt es eh nicht. This is the biggest block for the wisdom to flow. Aber für die Weisheit Gottes ist das die größte Blockade, das größte Hindernis, damit sie zu uns fließen kann. And now, in 2-3 minutes time, I got such an idea how to run this machine. Und dann, in diesem Moment, in 2-3 Minuten, bekam ich eine Idee, wie es funktionieren könnte. Which we never thought all this 1 month of time. Wo wir den ganzen Monat uns gemüht hatten und nicht auf diese Idee gekommen waren. I spring up and I ran to my chief engineer's office and said, it is possible to run this machine. Und ich sprang auf und rannte in das Büro meines Chefs und habe gesagt, das könnte gehen, das müssen wir versuchen. But he put me down, he said, what can you do? You are an Indian. The German people could not do. What can you do? Aber er sagte, also Thomas Paul, du bist ein Inder, wenn der deutsche Ingenieur das nicht geschafft hat. I said, at least you listen to my idea. Dann sagte er, ja, wenigstens hör mir zu, sagte ich. All right, come on, speak. Gut, was meinst du? He was very sure this Thomas Paul's idea is not going to work. Und er war ganz überzeugt, dass die Idee von dem indischen Ingenieur Thomas Paul nie funktionieren würde. But it was not Thomas Paul's idea, aber it was God's war idea. Nicht die Idee von Thomas Paul, es war Gottes Idee. But when I said this, he said, yes, that's possible. Aber als ich ausgesprochen hatte, was ich dachte, da sagte er, ja, das and könnte gehen. We both was running, we were running in excitement, like the Archimedes cried out, Eureka, we were running. Wie wenn einer sagt, Eureka, ich habe die Weltformel gefunden, so sind wir wieder zu unserer Maschine gerannt. And we went to the engine room. Wir sind in den Ingenieursraum gegangen. The machine room. In den Maschinenraum gegangen. And we called some of the people to help us. Haben einige Mitarbeiter zusammengetrommelt. We opened up the certain points. Haben die verschiedenen Punkte geöffnet. And we did what
right dear has given. Und wir haben die Idee umgesetzt, die ich hatte. And we press the button. The machine started working. Die Maschine fing an zu laufen. The whole building was reverberating. Das ganze Gebäude schüttelte sich. Such a big machine. Eine große Maschine. Why this was not happening? Warum war das vorher nicht stattgefunden? It was such a small point. Es handelte sich nur um eine Kleinigkeit. Immediately we sent a telex, a message to sofort Germany. Haben wir nach Deutschland eine Nachricht geschickt. He was wondering how could you do this? Und er hat sich gewundert, ja, wie hat er das jetzt geschafft? He came back in the next flight. Mit dem nächsten Flieger kam er zurück. What have you done? Was habt ihr gemacht? And now this became big news in the whole factory, into all the company. Und das wurde eine große Nachricht in der ganzen Fabrik, ja, im ganzen Unternehmen. And they gave me a promotion. Und ich wurde befördert. They gave me more money. Und ich bekam mehr Geld. So, and thereafter, any problem in any part of this factory, if anybody cannot do, call Thomas Paul. Und danach hieß es nur noch, wenn irgendwo ein Problem war und irgendjemand nicht weiterkam, dann sagten die Leute, ruf den Thomas Paul. It happened. Und many ist places. Geschehen an vielen Orten, in vielen and Gelegenheiten. So many problems. So viele Probleme. Where others could not do. Wo die anderen nicht weiterkamen. There was one place for 6 months they were not able to do it. 6 months that big machine was lying there. They could not do it. Und es gab einen weiteren Fall. Da lag die Maschine 6 Monate still und sie konnten sie nicht wieder in Betrieb setzen. But I went there. Ich bin dorthin gegangen. I sat near the machine. Ich habe mich zu der Maschine gesetzt. I prayed to God. Und ich betete zu Gott. And God gave me the idea. Und Gott gab mir die Idee. And it was done. Und es wurde umgesetzt. So, wisdom of God is not only for spiritual matters, but also for our daily life. Die Weisheit Gottes ist für unseren Alltag. Die betrifft nicht nur unser geistliches Leben, geistliche Angelegenheiten. A Christian must live with the wisdom of God. Ein Christ muss leben mit der Weisheit Gottes. It is a help from God. Es ist eine Hilfe, die uns von Gott zur Verfügung stellt. He is waiting. The wisdom is waiting. Er bietet sie uns an, die Weisheit Gottes. We have to only welcome. Wir müssen sie nur willkommen heißen. That we must think. Und denken. Sorry, I know all Germans are very hard-working people. Ich weiß, dass die Deutschen ein Volk sind, das sehr hart arbeitet. Yes, worker, worker. Arbeiter. Arbeiter, Arbeiter. Correct? Stimmt das? Yeah. But you must think there is someone a more strong arbeiter than German. Aber ihr müsst daran denken, dass es noch einen härteren Arbeiter gibt als Deutsche. Who is that? Wer ist das? Holy Spirit. Der Heilige Geist. Holy Spirit is a worker. Heiliger Geist ist ein Arbeiter. He is a helper. Er ist ein Helfer. He will work with us. Er will mit uns arbeiten. Yes. Now that's what Solomon found out. Und das hat Salomon herausgefunden. The wisdom which worked with God, you send her down so that she may work.